Damit auf den Tagesordnungspunkt 37, Wohnungslosigkeit auch zukünftig bekämpfen. Einen Antrag eingereicht SPD-Fraktion. Auch hier haben wir ein Rederecht. Aber zunächst zur Geschäftsordnung, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Sie haben den Tagesordnungspunkt aufgerufen. Der Stadtrat hat wohl gestern mehrheitlich das Rederecht für Herrn Ingolf Kneider beschlossen. Ich finde diesen Beschluss unerträglich und diesem Stadtrat nicht würdig. Und deshalb hier einem Neonazi, einem Holocaustleugner, einem Rassisten und einem Mann, der in den Medien unserer ehemaligen Oberbürgermeisterin Frau Orosch zu einem Zeitpunkt, als sie sehr schwer mit ihrem Krebs zu kämpfen hat, den Tod gewünscht hat, hier in diesem Stadtrat sprechen zu lassen. Und deshalb beantrage ich hiermit, dass die gestrige Abstimmung wiederholt wird und noch einmal neu davor befunden wird, ob ein solcher Mensch hier die Würde dieses Stadtrates ja schänden darf. Das ist ein Geschäftsordnungsantrag. Das einzig Zulässige wäre jetzt eine Gegenrede. Eine Gegenrede, natürlich eine Gegenrede. Das Einzige, was das Ansehen dieses Stadtrates bisher nachhaltig beschädigt hat, ist das Auftreten Ihres Fraktionsmitglieds Aschenbach. Und wenn dieser Stadtrat wagt, die gestern getroffene Entscheidung, heute, wo einige Stadträte wechseln und wir die Mehrheitsverhältnisse gewechselt haben, zu wiederholen, dann werden wir der erste Stadtrat in Deutschland sein, der Sprechverbote ausspricht. Und dann sind wir tatsächlich da gelandet, wovor wir seit Jahren waren. Dann sind wir zurück in einer Diktatur. Ich darf einmal kurz die Fraktionsvorsitzenden zu mir bitten.
So, meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Es ist ein weiterführender Geschäftsordnungsantrag angekündigt. Frau Frohwieser, bitte sehr. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht ja in diesem Tagesordnungspunkt um den Antrag meiner Fraktion zum Thema Wohnungslosigkeit auch zukünftig bekämpfen. Es hat ja jetzt hier sichtbarerweise heftige Auseinandersetzungen über die Auslegung der Geschäftsordnung gegeben. Uns ist dieses Thema A zu wichtig und B haben wir noch ziemlich viel auf der Tagesordnung, um jetzt hier weiter Geschäftsordnungsdebatten zu führen. Deswegen möchte ich für meine Fraktion beantragen, diesen Tagesordnungspunkt heute hier zu vertagen, um diese Fragen dann eben bis zur nächsten Sitzung in Ruhe klären zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es zu dem Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung Gegenrede? Wer war zuerst, Herr Tussmann, der Gegenrede? Herr Schmählich. Ja, es ist insoweit eine Gegenrede, als dass ich nach der Geschäftsordnung und der Gemeindeordnung einen Anspruch darauf habe, dass über meinen Antrag befunden wird. Ob er zulässig ist, dann muss darüber abgestimmt werden. Und wenn er nicht zulässig ist, muss auch dieses Befinden formuliert werden. Erst dann können wir über einen anderen Geschäftsordnungsantrag abstimmen, da ja bekanntermaßen Geschäftsordnungsanträge in der Reihenfolge des Stellens zu behandeln sind. Ich sehe, dass das Gespräch mit den Ältesten keine Veränderung der schwierigen Diskussionslage ergeben hat, weil Herr Schmählich bei einer strengen Auslegung der Geschäftsordnung insofern den Hinweis macht, ein Antrag auf eine Geschäftsordnung ist nach der Gegenrede sofort abzustimmen. Das ist richtig. Man kann jetzt die Konkurrenz diskutieren, dass natürlich der Antrag einer einreichenden Fraktion, ihren eigenen Antrag zu vertagen, durchaus ein weiterführender Geschäftsordnungsantrag ist. Herr Lichti, ich würde empfehlen, bevor es Beileids- oder Zustimmungsbekundungen gibt, mich ausreden zu lassen. Man könnte darüber befinden, da diese Konkurrenz über inhaltlich weiterführende Anträge grundsätzlich eine von Sachanträgen ist. Die Geschäftsordnung bei Geschäftsordnungsanträgen, die direkte Abstimmung vorsieht, müssten wir streng genommen bei dem Punkt bleiben, dass der von Herrn Schmählich gestellte Antrag abzustimmen wäre, sollte er denn für zulässig befunden werden. Und da wir spontan keine Entscheidung über die Zulässigkeit finden konnten, weil ich niemanden gefunden habe, der in der langjährigen Spruchpraxis des Rates schon den Fall einer nochmaligen Abstimmung über ein Rederecht hatten, dieser Fall aber so grundsätzlich und bedeutsam ist, werde ich für heute den Antrag auf nochmalige Abstimmung des Rederechtes für unzulässig befinden, das heißt, ihn nicht zur Abstimmung bringen, es rechtlich klären lassen, um Ältestenrat zu machen. Insofern wäre dieser Antrag jetzt nicht abzustimmen, weil er eben keine rechtliche Wirkung hat. Wir kommen damit aus der Schleife heraus. Der erste Geschäftsordnungsantrag ist zuerst abgestimmt. Es ist im Moment ein zulässiger Geschäftsordnungsantrag im Raum, zu dem vermutlich Herr Laczynski noch eine inhaltliche Gegenrede zum Vertagungsantrag sprechen möchte. Bitte sehr. Ja, ich empfinde es als Unding, dass wir Dinge, die wir beschlossen haben, während derselben Sitzung immer wieder beschließen, nur weil sich gerade die Mehrheiten innerhalb des Raumes ändern. Das ist eine Unart, die uns in die Zukunft gesehen massiv lähmen kann bei unseren Plenarverhandlungen. Wenn ständig Dinge, wenn gerade jemand draußen ist, wieder neu verhandelt werden müssen, wieder neu verhandelt werden müssen, wieder neu verhandelt werden müssen. Und außerdem ist es schon ein fragwürdiges Zeichen gegenüber der Dresdner Bürgerschaft, erst Gastredner hier einzuladen und wenn sie dann hier sind, ihnen zu sagen, dass man sie gar nicht hören will und deswegen den Tagesordnungspunkt dann vertagt. Denn letztendlich ist es nichts anderes, als das Rederecht zu entziehen, wenn man einfach jetzt gleich den ganzen Tagesordnungspunkt vertagt. Und das ist meiner Meinung nach ein Unding und eine Unsitte. Und ich denke, wir lassen es hier in diesem Haus dann damit ganz schön einreißen. Es gilt jetzt, den Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung abzustimmen. Wer für eine Vertagung dieses Tagesordnungspunktes ist, den bitte ich um das Handzeichen.
Gegenstimmen? Enthaltung? Der Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung hat bei 32 Ja-Stimmen, 27 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen eine Mehrheit bekommen. Damit ist der Tagesordnungspunkt 37 für heute vertagt.